Er kannte mich 15 Jahre. Er wusste, wie ich bin. Es war überhaupt nicht zu erwarten, dass ich jetzt hingehe und sage, also nee. Also das, finde ich, geht ja gar nicht. Ne? Das als schwul sein, ne. Ich heiße Markus Pfarr, komme ursprünglich aus Bremen, bin dann Anfang 2019 nach Bern gezogen. Ja, also ich bin Christine. Ich komme aus Delmenhorst, das ist eine Kleinstadt neben Bremen. Unser erstes Treffen war auf der Hochzeit meines besten Freundes. Also es war so eine Polterhochzeit, also nicht eine super edle Feier, sondern es war wirklich eine Party. Und dann kam das aber dazu, dass ich gerade beschlossen hatte, mir jetzt Mut anzutrinken, um ihn dann doch anzusprechen, weil es ging dann auch schon so dem Ende zu. Und da hat er mich dann beim Trinken angesprochen und dann ging es relativ schnell. Es war dann auch sehr lustig. Ich musste halt, wie gesagt, nach Hause. Wir haben es gerade noch geregelt gekriegt, dass er mir seine Telefonnummer gegeben hat. Das war natürlich für mich ganz ätzend, weil jetzt hatte ich die Telefonnummer und jetzt musste ich natürlich agieren. Und dann habe ich ihn nachts angerufen und habe ich gedacht so, ich rufe direkt an und spreche auf den AB, wenn ich zu Hause bin. Dann bin ich aus der Nummer raus, dann muss er sich zurückmelden. Was ich aber nicht bedacht hatte, ist, mein Zuhause wäre viel weiter weg als seins. Und dann ging er ran, noch die Nacht. Weißt du noch, dass ich irgendwie ans Telefon gegangen bin und gesagt habe, ich wollte dich jetzt eigentlich gar nicht wirklich haben, ich wollte den Anrufbeantworter. Und dann hat er gesagt, ich kann gut. Wieder auflegen und dann kannst du nochmal anrufen, mit dem AB sprechen. Genau. Das eigentliche Zusammenkommen war auch noch sehr lustig. Das war, Wir sind halt die ganze Zeit... Wir sind bei dir gelandet, zu Hause in der Wohnung. Genau, richtig. Genau. Und dann habe ich gedacht, so, das war jetzt über Stunden und nichts passiert. Und irgendwann habe ich ihn dann angeguckt und gesagt, willst du nicht oder kannst du nicht? Ja, und dann konnte er doch irgendwie und wollte offensichtlich auch. Ja, so war das. Also Homosexualität in meiner Familie ist halt ganz, ganz lange erstmal überhaupt gar kein Thema gewesen. Wenn ich jetzt zu meinen Eltern gehen würde und sagen würde, Papa, ich bin auch homosexuell, dann wäre das absolut, also für mich, also wäre das absolut gar nicht gegangen. Ich habe mir das Schlimmste letzten Endes ausgemalt. Deswegen habe ich eben nicht gesagt, Papa, ich bin schwul, dein Sohn ist auch schwul. Sondern habe dann eben für mich entschieden, dann musst du jetzt wohl den anderen Weg gehen. Dann musst du den vermeintlich richtigen Weg suchen. Und dann habe ich mich versucht, in die heterosexuelle Schiene zu arbeiten. Du hast mich von der Arbeit abgeholt, also er hat mich von der Arbeit abgeholt. Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann habe ich ihm gesagt, er möchte mal eben rechts ranfahren. Und dann habe ich ihm erklärt, also ich sei jetzt schwanger und wir müssen ja dann jetzt auch heiraten. Und also Romantik geht anders. Definitiv, aber das, ja. Das warst du eben. Ja, ja. Wenn du Romantik willst, zünde dir eine Kerze an. Das war einer der größten Momente für mich letzten Endes, weil ich habe erfahren, dass ich halt Vater werde. Und da war ich halt mega glücklich. Ja. Meinen heutigen Partner habe ich kennengelernt über Instagram und hatte da irgendwie, keine Ahnung, erst 10 Follower oder so. Und er war noch nicht mal einer von denen. Ich war morgens joggen und hatte dann ein Foto davon gemacht und bin verschwitzt dann halt. Halt lang laufe und habe das dann gepostet und ihm gefiel das Foto. Und dann hat er es geliked. Und weil man eben noch so wenig Likes und sowas alles hatte, konnte man die Leute ja auch noch persönlich dann anschreiben und habe mich dann dafür bedankt. So und so kamen wir dann halt miteinander ins Gespräch. Und dann erfuhr ich dann halt, dass er homosexuell ist. Und ich hatte also halt das Foto von ihm gesehen und habe mich eigentlich in dem Moment ja sofort in ihn verliebt, so rein optisch, allein wegen des Fotos. Für mich tauchte dieser Schweizer erst auf, ja, kurz bevor du ihn eingeladen hast. Und das war ja dann auch eben halt ein relativ sicheres Signal, so dass da irgendwas komisch war. Wie war das denn? Du hattest ihn nur als Follower über Instagram kennengelernt, kanntest ihn vorher nicht. Und er wollte nach Bremen kommen und wollte sich Bremen angucken. Ja. Und dass du dich ganz selbstlos zur Verfügung gestellt hast. Mensch, dem würde ich doch gerne Bremen zeigen. Und dann lade ich den noch nach Hause ein und du backst Pizza. Also habe ich quasi für meinen Nachfolger erstmal schön Pizza gebacken. Es ist dann halt einmal passiert, dass ich dann tatsächlich fremdgegangen bin. Und das war eben dann auch genau an dem Wochenende, als ich in Bremen... Ich habe ihm tatsächlich Bremen gezeigt. Mhm. Und, sehr deutlich, sehr gründlich. Und habe dann... Die Hotels. Ich musste es ja aber für mich dann irgendwo auch einmal erlebt haben, um zu wissen, ist es wirklich das, was ich will.
mir ist es unheimlich schwer gefallen, dass er wieder gegangen ist, obwohl es ja klar war, dass er erstmal wieder abreisen musste. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Ja, ich habe ihn halt zum Airport gebracht und ich habe wirklich geheult. Und dann kam Christine rein und dann dauerte das auch nicht lange und dann stellte sie nochmal die Frage so, ich will jetzt wissen, was ist jetzt Sache, irgendwie schaffen wir es, unsere Ehe nochmal zu retten oder hat das jetzt alles keinen Zweck mehr? Und ja, dann habe ich dann da auf dem Sofa gelegen und habe erstmal überhaupt nicht gewusst, was mache ich jetzt, wie reagiere ich jetzt? Aber irgendwie war es dann irgendwie klar, dass es jetzt raus muss. Und dann habe ich gesagt, Christine, ich glaube, da wird nichts mehr draus, weil mir ist klar, dass ich halt eben auf Männer stehe. Und ich habe mich verliebt und das ist der Schweizer. Natürlich war ich erstmal total überfahren, ne? Weil auch wenn man sich das eventuell ein kleines bisschen schon gedacht hatte, wenn das dann wirklich gesagt wird und ausgesprochen wird, ist es plötzlich eine ganz andere Hausnummer. Ne? Und dann... ja, aber wie gesagt, also ich wollte von ihm, als Partner wollte ich von ihm nichts mehr. Also für mich nahm das gerade eine Entwicklung, Jackpot, ne? Ich war mein Mann los, ich habe den Vater und Freund behalten, der wollte sich auch offiziell weiter um seine Kinder kümmern, aber als Partner wollte ich ihn ja gar nicht mehr haben, weil der Drops war gelutscht. Und da war er auch übrigens ein kleines bisschen beleidigt. Er fand, ich hätte schon ein kleines bisschen traurig sein müssen oder so ein kleines bisschen heulen müssen. Da kam auch ab und zu dann mal so die Nachfrage so, ja, aber sag mal jetzt mal ganz, nein, ist okay für mich, ist wirklich okay für mich. Er kannte mich 15 Jahre, er wusste, wie ich bin. Es war überhaupt nicht zu erwarten, dass ich jetzt hingehe und so, also nee, also das finde ich geht ja gar nicht, ne, das als Schwulsein ist gar nicht, ne. Ich bin danach auch mit einer Frau zusammengekommen. Das war natürlich für alle Beteiligten sehr kurios, ganz besonders für Markus, der natürlich erstmal diesen Impuls hatte, so, ja, jetzt habe ich das so gemacht, jetzt musst du das auch so machen. Das war jetzt aber nicht ganz so. Nee, das war nicht. Nee. Doch, das hast du gesagt. Und es kam tatsächlich auch original von dir. Also ich hätte das jetzt aber schon, ich hatte mir das jetzt schon so vorgestellt, dass du einen Mann kennenlernst nach mir. Hast du gesagt? Hast du gesagt? Und daraufhin habe ich dann gesagt, ach so, das sagt der Schwule, alles klar. So machen wir das. Du darfst, für die Kinder. Ich nicht. Das ist auch eine Kollegin von mir und die hatte schon öfter mal doch sehr direkt angefragt. Also sie ist ein sehr eher extrovertierter Typ und hat sehr deutlich gemacht, dass sie schon Interesse hätte. Kurz danach hatten wir nochmal eine Firmenfeier, wo sehr intensiv gefeiert wurde. Da hat diese Kollegin mich halt auch nochmal ganz, ganz direkt angebaggert und da habe ich ihr dieses an den Kopf geknallt, was ich eben gesagt habe, als er sagte so von ihm, nein, ich bin aber hetero. Da habe ich ihr gesagt, einfach um sie auszubremsen, weil das wurde wirklich so, dass das auch wirklich jeder mitgekriegt hat und es war halt doch eine Firma und ich wollte das jetzt direkt schon mal klar machen, dass da was geht und habe dann einfach zu ihr gesagt, so, also nur weil mein Mann jetzt schwul geworden ist, kannst du nicht davon ausgehen, dass ich jetzt auch homosexuell bin. Lass mich in Ruhe, ich bin hetero. Und daraufhin war sie dann erstmal natürlich verletzt. Das fand sie nur so mittelwitzig, aber wir waren alle viel zu betrunken, um das jetzt wirklich ernsthaft ernst zu nehmen. Daraufhin hatte ich sie halt erstmal so von mir weggeschubst und sie hat sich aber als sehr hartnäckig erwiesen und dann geht man dann doch dann irgendwann nach und ich mochte sie ja auch, also ich mochte sie wirklich sehr und ich mochte sie auch schon vorher und What? Yes. Und dann kam plötzlich irgendwie, dann kam da auch so diese eifersüchtige Szene, das war sehr lustig, weil er mich ja als Partnerin, wir waren ja als Partner auseinander, aber so ein bisschen so dieses Besitzgefühl war, glaube ich, noch ein kleines bisschen da. Also ich weiß, dass wir... Naja, dann erklär mal den Ausraster auf der großen Höhe. Also es ist bei uns ein Waldstück in der Nähe. Und dadurch, dass wir ja im gleichen Haus gewohnt haben und im gleichen Schlafzimmer gewohnt haben, habe ich natürlich mein Kennenlernen mit meiner Freundin ausgelagert. Und dann kam ich halt nicht nach Hause. Und Markus hatte jetzt aber irgendwie das Gefühl, dass Mutter jetzt nach Hause kommen muss. Und dann bist du da auf den Parkplatz gerauscht. Das war wirklich, das war wie im Film. Ne? Also wir saßen in diesem Auto, mein Auto,
ihr Auto, wir beide in ihrem Auto. Und dann kam sein Auto daneben, rauschte daneben. Wenn Asphalt da gewesen wäre, quietschende Reifen. Tür flog auf und dann haben ihre Freundin und ich uns dann erstmal angeschrien. Irgendwie, ich weiß auch nicht mehr genau, worum es ging. Ich glaube, sie hatte irgendwie gefragt, was soll diese Nummer jetzt und was stellst du dich hier so an und so. Und ich habe dann irgendwie entsprechend dann irgendwas geantwortet, was ich nicht mehr weiß. Und dann kam sie ums Auto noch rum und schrie mich dann an, was ist denn das jetzt für ein Auftritt? Und du kannst ja jetzt sofort nach Hause fahren. Das geht so nicht. Und dann bin ich dann eigentlich, und das hat mich noch mehr gewurmt, bin ich dann ins Auto gestiegen, weil ich bin im Brass dahin gefahren und bin im Brass wieder nach Hause gefahren und nichts hat es verändert. Bin einfach insgesamt total glücklich mit meinem Leben. Ich fand, es war definitiv die richtige Entscheidung. Klar hat man immer mal Leute, die einen auf der Straße doof angucken. Ich gehe ganz bewusst mit Thomas immer Hand in Hand durch die Straße und ich bin auch stolz drauf, dass ich das machen kann. Das lasse ich mir auch nicht nehmen und da kann, also dann, wenn jemand irgendwie große Augen macht und dann ich merke, dass er mit seinem Nachbarn anfängt zu tuscheln im Vorbeigehen und dann guckt, dann geht das manchmal so und dann geht er dann auch weiter.